Ich geh mal schnell pinkeln. Herz klopft! Jetzt trinken wir erstmal einen ordentlichen Schnaps. Weißt du? Ich stelle mir immer vor, in den USA zu sein. Auf irgendeiner Farm. Mit Pferden und Rindern. Und dann mit der Gitarre am Lagerfeuer. Warum bist du noch hier? Sei froh, dass du noch nicht so alt bist. Da war ich heute auf und bin ein alter Sack von 65 Jahren. Du hast heute Geburtstag? Ja. Happy birthday, happy birthday, lieber Karl. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, lieber Karl. Hey, Lady. Sie haben da was verloren. Danke. Polizei, tut mir leid, aber ich muss die Brieftasche leider konfiszieren. Pass mal auf, mein Junge, verarschen kann ich mich alleine. Du und ein Bulle, such dir gefälligst deine eigene Tonne. Na und? So ein Ding kann ich mir auch basteln, verpiss dich. Aber so ein Ding kannst du dir nicht selber backen, oder? Danke. Ach nee. Herr Doktoris, wie schön, dass Sie schon wach sind. Da können Sie direkt Ihre Sachen packen und verschwinden. Gäste wie Sie kann sich keiner leisten. Und wenn ich mein Geld nicht kriege, dann gehe ich zum Theater. Mhm.
Frau Martens. Ja. Es tut mir leid, aber Ihr Mann ist der... Papa? Sagen Sie endlich, was passiert ist. Ihr Mann hatte einen Unfall. Er ist... Verbrannt? Und du hast gesagt, es war nur ein Traum. Marie! Die persönlichen Sachen Martins Lukas. Ist das die Uhr? Und der Ehering Ihres Mannes? Ja. Sicher? Ganz sicher. Auf der Innenseite ist eine Gravur. In ewiger Liebe, Anna. Gut. Sehr gut. Die Obduktion hat auch nichts anderes ergeben. Bitte, unterschreiben Sie hier. Wissen Sie schon, wie es zu dem Unfall kam? Nein, noch nicht. Ein geplatzter Reifen? Vielleicht Aquaplaning? Es hat ja wie aus Eimern geschüttet letzte Nacht. Auch die Bilder der Überwachungskameras deuten darauf hin. Sie zeigen, dass der Wagen ohne erkennbaren Grund plötzlich in Schleudern gerät und dann... Dabei war die Straße schon nur gerade. Es gibt keinerlei Bremsspuren. Ihr Mann ist mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren. Hat er das öfter gemacht? Nein. Lukas ist... Lukas war immer ein sehr besonderer Fahrer. Bis auf gestern. Camilla Busch hat das Konto auf den Caymans tatsächlich inzwischen abgeräumt und ist spurlos verschwunden. Tja, damit dürfte dieser lächerliche Suizidvorwurf wohl endgültig aus der Welt sein. Ganz und gar nicht. Ihr Mann ist von seiner Komplizin eiskalt reingelegt worden. Was? Camilla Busch ist einen Tag früher als geplant geflogen. Und zwar ohne ihren Mann. Der Anruf von ihrem Handy erfolgte unmittelbar vor dem Abflug ihrer Maschine. Offensichtlich hat sie ihn vom Flughafen aus noch angerufen. Ja und? Ihr Mann muss schlagartig klar geworden sein, dass er aufs Kreuz gelegt wurde. Und dass er von dem unterschlagenen Geld nicht einen Cent sehen würde. Dann hat er die Nerven verloren. Sich in seinen Wagen gesetzt und... Das sind doch alles nur Mutmaßungen. Keineswegs. Das sind schlagkräftige Indizien. Die vor jedem Gericht der Welt Bestand hätten. Und ich fürchte, die Versicherung wird das genauso sehen. Tja. Dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Scheiße!
Scheiße! Wird es nicht kommen. Du bist mein Sohn. Ich werde dich schon wieder zurechtbiegen, jetzt wo ich selbst wieder zurechtgebogen bin. Du sagst, du willst mit mir reden. Und dann hast du mir nichts zu sagen. Scheiße nochmal. Ich hab dir nichts zu sagen. Ich hab dir nichts zu sagen. Ich erzähle dir, dass ich weiterlebe, wo ich doch gedacht habe, ich sterbe. Oh, es ist das, was du mir sagen wolltest? Du Schweinehund, du. Mein Gott. Mein Gott, das passt. Du Scheißkübel, du. Du verdammter Scheißkübel. Du Sohn eines Scheißkübel. Eine Kühlbox. Warte mal. Ah ja. Wie wär's denn mit dir? Warte mal, wir haben da was Besseres. Hier, ein japanisches Markenfabrikat. Fabrik neu. Fassungsvermögen 30 Liter, stoßsicher. Super, die nehmen wir. Und wie viel kostet die? Na, sagen wir mal 80 Euro, weil ihr seid. 80 Euro? Franziska. Ja, ich weiß. Also gut, geht klar. 60 Euro und deine Telefonnummer. 80.